In der fünften Runde der Wiener Stadtliga empfing der SV Schwechat den SV Dynamo Helfort. Wird es den Schwechatern gelingen, die blütenweiße Weste bei Heimspielen zu wahren? Sehen Sie unseren Spielbericht. In der fünften Runde der Wiener Stadtliga empfing die SV Schwechat den SV Dynamo Helfort. Die Braustädter wollten nach dem Auswärtssieg vergangenes Wochenende in Gerersdorf gegen die Gäste aus Otterkring ihren Erfolgslauf fortsetzen. In einer umkämpften Anfangsphase kam Dynamo Helfort in der 12. Minute zur ersten Möglichkeit. Schwächert-Goli Haidar Bayram konnte sich jedoch auszeichnen. 3 Minuten später dann der erste Aufreger vor dem Gästetor. Dieser Schuss von Manuel Bauer war aber zu ungenau und ging nur an die Stange. In der 20. Minute dann ein schöner Angriff der Mujakic-Elf über mehrere Stationen. Über die linke Außenbahn ging es dann schnell, Stangelpass in den Strafraum und Emre Yilmaz war zur Stelle. In den nächsten 20 Minuten kontrollierte die SVS größtenteils das Spiel und ließ kaum Möglichkeiten der Gäste zu. Selbst versäumte man jedoch, die Führung auszubauen, wie etwa hier bei diesem Kopfball von Armin Mujakic. Etwas überraschend dann der Ausgleich in der 42. Minute durch diesen Kopfball. Die Schwächerter ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen und stellten quasi im Gegenzug wieder die Führung durch Emre Yilmaz her. Mit dieser verdienten 2:1-Führung der SVS ging es dann auch in die Kabinen. Nach der Halbzeitpause passierte vorerst nicht viel. Die erste Möglichkeit hatte Armin Mujakic in der Minute 57. Sein Schuss konnte jedoch abgewehrt werden. Eine Viertelstunde vor dem Ende dann Glück für Schwächert, dass der Abschluss bei diesem Vorstoß der Gäste nur die Außenstange traf. Schlussendlich brachten die Braustädter die knappe Führung über die Zeit und feierten damit den 3. Sieg in Folge. Zu Hause hat man in dieser Saison ohnehin noch keinen Punkt abgegeben. Wir haben einen wunderbaren Teamgeist in der Mannschaft. Wir haben tolle Typen, dass sie jeder für jeden laufen will und kann und muss. Und sie geben alles bei jedem Training, um sie gut zu vorbereiten für nächste Spiele und zeigen sie das Ergebnis. Trainer Senad Mujakic haderte mit der überharten Gangart des Gegners an diesem Abend. Dynamo Helfort hat mit sehr harten Zweikämpfen ins Spiel gegangen. Dem muss ein oder anderes Mal schiedsrichter rote Karte zeigen. Nicht kann, sonst muss, weil da... Unsere Spieler braucht man nur Knöchel anschauen, sind die blutige Knöchel bei beiden Spielern, rechter Verteidiger, linker Verteidiger. Es war ziemlich brutal und darum schätzen wir diesen Sieg noch mehr. Ja, es war eine harte Partie. Ich habe es den Jungs dann jetzt in der Kabine bzw. im Kreis draußen gesagt. Uns bricht momentan niemand so schnell. Wir wehren uns sehr gut. Es tut zwar ab und zu weh bei manchen Falls, es war sehr hart teilweise, aber im Endeffekt nach 90 Minuten nehmen wir die 3 Punkte mit und alles andere interessiert morgens und so keiner mehr. Mit diesem Heimsieg hielt die SV Schwechat den Anschluss an die Tabellenspitze. Für die restliche Saison ist also alles möglich. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wir genug Qualität haben in dieser Mannschaft. Aber im Fußball gibt es nichts, was da nicht gibt. Das heißt, die kennen sie, ganz gute Mannschaften, auch eine Serie haben, dass sie keine Punkte machen. Hoffentlich passiert das nicht bei uns. Aber wir sind überzeugt und wir glauben an uns und wir wissen, dass wir jeden Gegner schlagen können. Und darum sage ich, bin zuversichtlich, dass diese Saison kann sie vieles passieren, da wir die ganze Saison ganz vorne mit dabei spielen. Wir konzentrieren uns Woche für Woche auf unser Spiel. Wir wollen unser Spiel durchbringen im Spiel. Wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln. Ich glaube, dass wir die Qualität haben.
dass wir unter die ersten fünf sind. Und am Ende schauen wir dann, was rauskommt. Aber ich bin überzeugt, dass wir eine sehr, sehr, sehr gute Saison spielen werden.